die es gelesen haben, die sind wirklich absolute Fans. Also das war wirklich ein Leseerlebnis. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe von Lesezeichen Digital. Wir möchten euch auch heute zwei lesenswerte Neuerscheinungen vorstellen, also Bücher, aktuelle Bücher, die mir oder auch Kai besonders gut gefallen haben. Jeder hat eins dabei. Den Anfang macht heute Kai. Kai, du kannst dir noch kurz vorstellen. Ja, hallo, ich bin der Kai Scheuing, ich arbeite in der Zentralbibliothek am Gasteig und bin Teil des Lesezeichen-Teams, das es ja schon länger gibt, zusammen mit Doris Reinwald und ja, anderen Kolleginnen und Kollegen. Und ja, ich stelle vor heute das neueste Buch von Boscoil. Es ist ein Buch, was im Original auf Niederländisch schon, ich glaube, Ende der 90er oder Anfang der 2000er erschienen ist, es auf jeden Fall schon länger her. Wurde jetzt 2021 erst bei Wagenbach veröffentlicht, ins Deutsche übersetzt und veröffentlicht. Das heißt, die deutsche Leserschaft kann endlich auch einen weiteren Roman von Voskoil lesen, denn er ist eigentlich bekannt für seinen großen Monumentalroman der 90er Jahre, Das Büro. Zeige ich auch mal in die Kamera. Und obwohl ich natürlich das neue Buch von ihm vorstellen möchte, muss ich jetzt, glaube ich, genauso viel über das Büro reden. Die Geschichte geht so: Voskoil war 30 Jahre lang, gut 30 Jahre lang ein Angestellter eines wissenschaftlichen Büros für Volkskunde in Amsterdam. Und ja, das Buch Das Büro ist quasi eine Arbeitsautobiografie von ihm. Er war, so kommt es raus, Zeit seines Lebens eigentlich unglücklich über seinen Job, hat sich furchtbar gelangweilt, wurde zermürbt von dem immer wiederkehrenden Hamsterrad und musste sich da einfach mal aus, ja, musste das alles von sich geben in diesen Monumentalroman. Es sind 7 Bände, im Schnitt 700 oder 800 Seiten. Es hat sich durch seine große Lakonik und durch seinen ja, absurden Humor und so weiter in den Niederlanden zum großen, großen Erfolg entwickelt. Also es gibt Berichte, dass ähnlich wie bei J.K. Rowling, bei Harry Potter, die Leute dann bei den neuen Bänden morgens in Amsterdamer Buchhandlungen Schlange gestanden sind und so weiter. Und dieses Monumentalroman, das Büro, dieser Monumentalroman, der wurde auch in den letzten 10 Jahren eben übersetzt und Stück für Stück herausgebracht von C.H. Beck und vom Brecher Verlag. Ja. Ich bin großer Fan des Romans. Ich mag die Figuren, den Hauptdarsteller, die Hauptperson, das alte Ego von Voskoil, den Martin Koning und seine Frau Nicoline. Von den beiden, von deren Eheleben bekommen wir auch immer wieder einiges mit. Und genau um dieses Privatleben geht es in dem neuen Roman, die Mutter von Nicoline, und zwar ganz besonders um die Mutter von Nicoline, also um Martins Schwiegermutter. Denn sie wird dement. Das erste spielt Mitte der 50er Jahre, die erste Szene, und über 3 Jahrzehnte hinweg wird immer wieder geschildert, wie sie sich zu dritt treffen, Kaffeekränzchen halten, spazieren gehen, Unterhaltungen haben, wie die Mutter körperlich und leider auch geistig abbaut. Und es sind immer wieder kleine Ausschnitte aus Situationen, sehr sparsam. Es ist auch oft eine Redundanz dabei von Unterhaltungen, von Sätzen, von Witzen. Es ist oft sehr lustig. Ich musste auch immer wieder laut auflachen bei dem Buch. Und leider kommt da natürlich aber auch eine Traurigkeit dabei rüber, denn jemanden zuzusehen, wie er einfach nur weniger Herr in seinem Körper ist, ist nicht schön. Und ich muss sagen, im Vergleich zu Das Büro, die Mutter von Nicoline ist sehr viel poetischer, ist menschlicher. Ich glaube, ganz viele Menschen, die selber vielleicht ältere Eltern haben, können sich mit den Personen sehr gut identifizieren. Und ja, mir hat das einfach wahnsinnig gefallen. Ich bin begeistert. Und wir wissen, dass von Voskoil noch mehr Romane erschienen sind und auch Manuskripte es noch gibt. Ich hoffe einfach, dass in den nächsten Jahren da noch viel übersetzt wird und die deutsche Leserschaft weiter mitfeiern kann. Schön. Ja. Das klingt sehr interessant.
Ja. Ich habe auch beides noch nicht gelesen. Ich habe auch das Büro noch nicht gelesen, aber ich glaube, ich muss das jetzt mal tun. Ja, solltest du auf jeden Fall. Ich habe schon mit Leuten geredet, die es gelesen haben, die sind wirklich absolute Fan. Also es war wirklich ein Leseerlebnis. Also ich muss immer wieder an Situationen denken und ich habe schon zwei oder dreimal auch angefangen, den ersten Band von Das Büro tatsächlich nochmal wieder zu lesen, bin dann aber auch wieder ausgestiegen, weil was anderes einfach eher dran war. Aber so ganz lässt einen das irgendwie nicht mehr los. Ja, Doris, wie schaut es bei dir aus? Ja, das Buch, das ich heute vorstellen möchte, nachdem ich mich selber vorgestellt habe, Entschuldigung, mein Name ist Doris Reinwald, und ich bin zuständig für die Titelauswahl im Bereich Belletristik. Und ich habe ein Buch mitgebracht von John Boyne, Die Geschichte eines Lügners. John Boyne kennen vielleicht einige noch von dem, ich glaube, 2006 erschienenen Titel Der Junge im gestreiften Pyjama. Das war ja ein sehr erfolgreicher Bestseller. Es gab auch eine Verfilmung. Der Autor ist Ire, der ist 71 in Dublin geboren. Ich muss jetzt zugeben, für mich ist es das erste Buch von ihm, das ich lese. Und worum geht es jetzt in diesem Buch? Und den ersten Hinweis auf den Inhalt des Buches bietet schon das Titelbild. Also ihr könnt hier sehen, John Boyne ist der Autor, der ist durchgestrichen und drunter steht Maurice Swift. Und genau um diesen Maurice Swift geht es in dem Roman, denn Maurice Swift ist ein wunderschöner Name, wie ich finde, ist, als wir in die Handlung, wenn wir in die Handlung einsteigen, im Frühjahr 88, noch ein sehr junger Mann, Anfang 20, von großer Schönheit, verbunden auch mit starker erotischer Ausstrahlung, viel Charme. Also er hat durchaus auch ein Talent zur Schmeichelei, und er hat auch ein Talent zur Lüge. Und Maurice Swift hat zwei große Wünsche im Leben. Der erste Wunsch ist, ein erfolgreicher Autor zu werden, mit sehr starker Betonung auf erfolgreich. Und der zweite große Wunsch in seinem Leben ist, ein Kind zu haben. So viel kann man verraten, dass beides vorerst mal gelingt. Bei seinem Vorhaben, ein erfolgreicher Autor zu werden, hat Maurice allerdings ein Problem. Er hat durchaus ein Gefühl für Sprache und ein Gefühl für Literatur. Er hat auch Liebe zur Literatur, aber er hat einfach absolut keine Ideen. Also ihm fehlt eigentlich der Funke, durch den Literatur dann erst entstehen kann. Er kann schon schreiben, aber er hat einfach kein Thema. Er hat keine Inspiration. Aber er ist wirklich von brennendem Ehrgeiz beseelt. Und so lernt er 88, als die Geschichte einsetzt, in Berlin, wo er als Hilfskellner jobbt, einen älteren, erfolgreichen Autor kennen, Erich Ackermann. Autor, der in Deutschland aufgewachsen ist als Jugendlicher, aber nach dem Zweiten Weltkrieg nach England gegangen ist, dort studiert hat und dort auch eine akademische Laufbahn ergriffen hat, und eigentlich auch Zeit seines Lebens geschrieben hat. Nicht, weil er den Erfolg gesucht hat, sondern weil er, wie man sich das so vorstellt, von einem richtigen Schriftsteller einfach dieses Bedürfnis hatte zu schreiben und nun mit seinem neuesten Roman sehr unerwartet wieder ominösen Preis gewonnen hat. Also der Preis ist sozusagen der Olymp für jeden Autor. Wenn man den gewonnen hat, dann hat man es geschafft. Ja, und Erich Ackermann ist, wie gesagt, ein Mann, ein älterer Mann. Er ist 66 Jahre alt. Er ist homosexuell und hat aber sämtliche Bedürfnisse nach Beziehung, nach Nähe, nach Sexualität vollkommen verdrängt. Und die brechen jetzt alle hervor, als er Maurice kennenlernt. Und wie Maurice das nutzt, um seine Karriere als erfolgreicher Schriftsteller zu befördern,
Kann ich natürlich jetzt nicht im Detail hier erzählen, weil sonst könnte ich ja das ganze Buch erzählen. Auf diese Art und Weise geht seine ganze Karriere. Setzt sich sofort. Er sucht die Nähe zu erfolgreichen Autoren, zu erfolgreichen Autorinnen, betört sie mit seinem Charme, mit seiner Schönheit, und nutzt sie letztendlich immer zu seinem eigenen Fortkommen. Der Roman ist in fünf Teile gegliedert. Es gibt drei Teile und zwei Zwischenspiele, was ich sehr hübsch finde, auch von der Art des Aufbaus. Diese drei Teile werden alle von unterschiedlichen Personen erzählt. Also wir haben unterschiedliche Perspektiven auf das Geschehen. Im ersten Teil kommt Erich Ackermann zu Wort, im zweiten Teil die Frau von Maurice und erst im dritten Teil Maurice selber. Dazwischen, zwischen diesen drei Teilen sind eben diese zwei Zwischenspiele, die nochmal so kurze Einschübe sind, wo auch im ersten Zwischenspiel ein nicht erfundener Autor auftritt, nämlich Gore Vidal. Und im zweiten Zwischenspiel haben wir einen kurzen Einblick in die Karriere von Maurice, der zu diesem Zeitpunkt in New York erfolgreicher Herausgeber einer Literaturzeitschrift ist. Das finde ich vom Aufbau her sehr interessant. Wir werfen immer unterschiedliche Blicke auf Maurice, bis wir am Ende ihn selbst relativ schonungslos in seinen eigenen Worten kennenlernen. Es ist unglaublich spannend. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also es ist wirklich ein Titel, den man auch gar nicht mehr so weglegen möchte. Man möchte dann schon wissen, was macht er als nächstes, was hat er als nächstes vor, welche Schweinerei kommt jetzt. Und was auch sehr amüsant ist, sind die Einblicke in die Literaturszene. Also immer wieder werden Treffen geschildert von eben auch gerade so jungen, hoffnungsvollen Autoren und Autorinnen, die sich aber gegenseitig eigentlich nur belauern, so tun, als ob sie einander freundschaftlich gesonnen sind, aber eigentlich nur gucken, ist der auf der Shortlist oder bin ich auf der Shortlist und warum hat der den Preis gewonnen und ich bin doch viel besser. Also diese Konkurrenz und diese Rivalität untereinander wird mit sehr viel Humor, finde ich, geschildert und bietet auch interessante Einblicke. Also ich finde wirklich, das ist ein sehr spannender Roman, den man gut so weglesen kann, und der aber durchaus auch Fragen aufwirft. Also was wem gehört eine Geschichte? Inwieweit ist das, ja, das machen ja viele Autoren, dass sie eigentlich schon auch ihr eigenes Leben und damit natürlich auch die Menschen, denen sie begegnen, benutzen für ihre eigenen Geschichten. Das mehr oder weniger vielleicht verfremden. Was ist, wenn ich aber ganz und gar die Geschichte eines anderen mich dieser Geschichte bediene? Das finde ich auch sind ganz interessante Fragen. Also ich finde wirklich, das ist ein Roman, der mir sehr, sehr viel Vergnügen bereitet hat. Ja, das hört sich spannend an. So, dann wären wir für heute auch schon wieder fertig. Wir hoffen, es war für euch was dabei. Bei den Titeln. Mit Lesezeichen digital geht es natürlich weiter. Beim nächsten Mal Nächsten werden euch wieder Monat. zwei andere Kolleginnen begrüßen. Für heute sagen wir Tschüss und viel Spaß beim Lesen. Ja, macht es gut und bis bald. Ciao. Tschüss.